Hallo zusammen zu einem Einführungsvideo in das Tabellenkalkulationsprogramm Excel von der Firma Microsoft. Excel ist sicherlich vielen bekannt, zumindest vom Namen her, und man weiß vielleicht grob, was es kann. Es kann nämlich vor allem rechnen, es kann viele Grafiken erstellen und ja, es ist eigentlich dazu da, um ja, Berechnungen durchzuführen und vor allem Berechnungen in Tabellen durchzuführen. Deswegen auch der Name Tabellenkalkulationsprogramm. Wer hätte das gedacht? Wenn wir uns hier mal den Startbildschirm anschauen, dann sehen wir oben eben diese typischen Schaltflächen für alle Office-Produkte. Und in unserem Hauptfenster erkennt man so einzelne Zellen. Das Ganze ist etwa so aufgebaut wie bei Schiffe versenken. Also oben haben wir so unsere Zellen, so A, B, C, D, E, F, G, H und so weiter. Und links sind die dann in Zahlen beschriftet, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Diese Zahlen und Buchstaben gehen theoretisch ins Unendliche weiter. Also die Beschriftung hört dann nicht irgendwie bei Z auf oder so, sondern man kann eigentlich die Tabelle beliebig groß machen. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, wie bei Schiffe versenken, also jedes einzelne Feld hat sozusagen eine Koordinate, über das ich es ansprechen kann. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Also zum Beispiel dieses Feld, was ich markiert habe. Man sieht, es ist hier einmal D und hier dann 10, also das ist das Feld D10. Ganz links oben ist logischerweise das Feld A1. A1 darunter ist das Feld A2, darunter A3 und so weiter. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, sehen wir L und ich gehe nach links, sehen wir L13 ist dieses Feld. Das Ganze wird übrigens auch hier in diesem Fenster oberhalb von der 1 angezeigt. So, ich zoome mal weiter rein, damit man das später im Video besser sieht. Genau. Okay, jetzt kann man sich ja fragen, wozu sind überhaupt diese komischen Felder da? Was kann ich damit machen? Das Ganze ist im Prinzip erstmal nur eine Tabelle. Also ich kann hier die Tabellenbreite bestimmen, ich kann sie breiter machen, höher machen, ich kann die Ausrichtung ändern, kann es linksbündig machen, zentrieren und so weiter, wie in Word quasi auch. So, dann kann ich in meine einzelnen Zellen auch was reinschreiben. Zum Beispiel schreibe ich mal hier rein Hallo und dann schreibe ich darunter Welt und dann schreibe ich mal in die Zelle rechts daneben, wie, na, geht es euch? Zum Beispiel. Fragezeichen. So, jetzt sehen wir schon, jede einzelne Zelle wird separat behandelt, also es gibt hier irgendwie keinen Zusammenhang von dem Text, der wird nicht umgebrochen oder sonst wie verbunden. Also jeden Text, den ich in eine Zelle reinschreibe, der bleibt da auch explizit drin stehen und hat nichts mit dem restlichen Text zu tun. Anders wie jetzt, keine Ahnung. Also es ist einfach kein Textverarbeitungsprogramm, es ist ein Tabellenkalkulationsprogramm. Gut, mache ich die Spalte mal wieder normal, so, was ich glaube, normal breit und lösche den Text nochmal raus. So, also ich kann einen Text reinschreiben, wie wir gerade gesehen haben. Ich kann aber auch Zahlen reinschreiben, also nur Zahlen reinschreiben. Die sind dann etwas anders formatiert. Ich schreibe 1, 2, 3 rein. Sobald ich jetzt Enter drücke, ist das Ganze rechtsbündig, weil Excel erkennt, dass es eine Zahl ist und Zahlen werden immer etwas anders behandelt. Die sind hier rechtsbündig, kann man aber natürlich auch ganz normal linksbündig machen, wie in Word auch. Wenn ich einen Text und eine Zahl zusammen reinschreibe, dann erkennt das Excel auch als Text und das ist dann ebenfalls dann auch linksbündig. So, warum ist das wichtig, das zu unterscheiden? Weil Excel mit den Zahlen eben rechnen kann und mit Text kann man natürlich nicht rechnen. Das ist natürlich ja, logisch. Wie macht Excel das jetzt? Oder wie funktioniert das? So, dazu muss man Excel erstmal sagen, dass jetzt eine Rechnung kommt. Das mache ich, indem ich das Gleichheitszeichen schreibe. Angenommen, ich schreibe es nicht. Also ich schreibe hier in dieses Feld einfach mal rein 1 plus 2 plus 3. So.
Wenn ich jetzt auf Enter drücke, passiert gar nichts, dann erkennt Excel das als Text. Sobald ich aber ein Gleichheitszeichen davor schreibe, also gleich, dann ist das quasi für Excel ein Signal und es weiß, so, jetzt kommt eine Rechnung. Und wenn ich jetzt reinschreibe 1 plus 2 plus 3, dann rechnet Excel mir den Wert aus, sobald ich auf Enter drücke. Also wäre in dem Fall 1 plus 2 plus 3 ist 6. drück Enter. Ja, und in meinem Feld steht dann die 6 drin. So. Das Ganze kann ich natürlich jetzt auch wild kombinieren. Ich kann reinschreiben 1 plus 2 mal 3. In dem Fall gilt dann Punkt vor Strich, also rechnet Excel hier 2 mal 3 zuerst aus, das heißt 2 mal 3 macht 6 plus 1 macht 7. Wenn ich jetzt Enter drücke, steht da 7. Dann gilt auch noch die Regel Klammer vor Punkt vor Strich, wie man es in der Schule gelernt hat. Das heißt, wenn ich jetzt schreibe Gleichheitszeichen, Klammer auf, 1 plus 2, Klammer zu, mal 3, dann rechnet Excel zuerst die Klammer aus, also 1 plus 2 macht 3, mal die 3 dahinter, dann macht das Ganze einen 9, sobald ich auf Enter drücke. Gut, jetzt ist es natürlich ziemlich langweilig, das Ganze einfach nur als Taschenrechnerersatz zu benutzen. Dafür ist es auch zu schade, es kann nämlich sehr viel mehr. Man kann jetzt nämlich, und da kommen jetzt diese Koordinaten, die wir am Anfang gesehen haben, ins Spiel, man kann eben mit jedem Feld auch rechnen. Wie meine ich das? Also ich gehe jetzt mal hier oben auf unser Feld D4, schreibe rein gleich und jetzt möchte ich einfach mal rechnen, das Feld, das haben wir hier, Feld B9. Ich klicke mit der Maus auf das Feld B9, so. Jetzt erscheint es hier drin. B9, 6 plus 4. Jetzt rechnet Excel den Wert, der in dem Feld B9 drin steht. Plus 4 macht in dem Fall 6 plus 4, also 10. Gut. Das Schöne daran ist, dass sobald ich jetzt den Wert ändere von der 6, wird automatisch auch das Ergebnis in dem Feld D4 geändert. Also ich schreibe jetzt nicht mal rein 6, sondern von mir aus 10. Dann steht hier eine 14. Angenommen, ich schreibe hier rein 1000, dann steht da eben der Wert von dem Feld 1000 plus die 4 macht das 1004. Jetzt habt ihr vielleicht schon gesehen, dass in meinem Feld, sobald ich Enter gedrückt habe, hier immer nur die Zahl drin steht, also das Endergebnis drin steht. Die eigentliche Funktion sieht man nicht hier in diesem großen Fenster, sondern die wird hier oben in diesem kleinen Fenster angezeigt. Davor steht ein fx. Fx ist so das mathematische Symbol für Funktion. Das heißt, in diesem Fenster hier oben sehe ich immer, welche Funktion sich hinter meinem Fenster hier oder hinter meinem Ergebnis, das hier angezeigt wird, verbirgt. Drück mal Enter. Genau, genauso hier auch bei dem, bei der 7, sehe ich hier nur eine 7 und oben hier sehe ich wieder die Funktion, die sich dahinter verbirgt, nämlich die 1 plus 2 mal 3 von vorhin. Enter. So. Genau wie vorher kann ich jetzt das Ganze natürlich auch wild kombinieren. Ich kann zum Beispiel schreiben, gleich nehme ich wieder das Feld hier, Feld B9. Schreibe ich plus das Feld hier unten, schreibe das Ganze in Klammern, mal das Feld hier unten, drücke dann auf Enter, ja, dann sehe ich hier halt 9063 und sobald ich hier in diesem Feld etwas ändere, wird das automatisch angepasst. Hier, zum einen in dem Feld oben, wo wir ja auf dieses Feld verweisen, zum einen hier unten. Übrigens, wenn ich hier oben jetzt auf in diesem Fenster hier drauf klicke, auf mein Feld drauf klicke, dann wird es immer schön hier farbig hinterlegt, dann sehe ich sofort, auf welche Fenster oder auf welche Felder sich meine Formel bezieht. Ne? Wunderbar. So, machen wir zum Abschluss ein kleines Beispiel. Ich lösche mal alles hier raus. So, dann haben wir es wieder übersichtlich. Beispielsweise nehmen wir hier mal Anzahl Äpfel. Dann machen wir Preis pro Apfel. Und dann unten drunter Gesamtpreis. So. Dann stellen wir uns mal vor, wir kaufen 12 Äpfel, zahlen pro Apfel
sagen wir mal 59 Cent. Und jetzt möchten wir wissen, ja, was zahlen wir jetzt insgesamt? Das heißt, ich schreibe dann hier in dieses Feld dann rein gleich das Feld oben, also C4, mal das Feld da unten, also das Feld C5, klicke da einfach drauf mit der linken Maustaste. Es steht hier das Feld C4 mal C5, ja, das stimmt. Drücke Enter und schon sehe ich, der Gesamtpreis ist 7,08 €. Und wenn ich jetzt meine Anzahl ändern will, zum Beispiel 14 Äpfel, dann sehe ich sofort unten, ja, der neue Gesamtpreis wäre dann 8,26 €. So, das war quasi so das ganz, ganz einfache Grundprinzip, was man damit machen kann. Man kann mit Excel ganz, ganz viele Sachen machen. Wir haben jetzt gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann ein paar kompliziertere Funktionen an, wie man zum Beispiel die Summe von verschiedenen Werten berechnen kann oder den Durchschnittswert oder ja, alles Mögliche. Und wie man noch Graphen erstellt und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt das in die Comments. Ansonsten bis bald. Tschüss.